Ein neuer Level, ein neues Kostüm. Wir sind abgestürzt mit dem Flugzeug. Das ist natürlich ein super Grund, um sich mal vernünftig umzuziehen. Und ich würde sagen, das ist das sexy Sekretärinnen-Outfit oder Bibliothekarin oder so oder Lehrerin-mäßig. Irgendwie sowas in der Richtung vielleicht. Mal kurz. Und da gibt es diesmal schwarze Unterwäsche wieder zu. Also auch nochmal umgezogen. Ich würde sagen, es kommen zwar noch andere Kostüme, aber das ist mein Lieblingskostüm von denen, zumindest soweit ich es auf den Bildern gesehen habe. Und ja, wahrscheinlich heißt das, dass ich ein Sexist bin. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich find's gut. Haha, you found them, ja. Ich founde euch gleich mal was. So, jetzt sind wir ein bisschen raus aus der Stadt und hier kommen jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, ein paar coole Zerstörungsabschnitte in dem Level. Mal schauen. Ich glaube, da war was in die Richtung. Auf jeden Fall ein Hubschrauber. Diese KI-Kollegen machen übrigens irgendwie gar nichts. Also das ist so total für den Arsch. Ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich gegen die kämpfen muss oder ob man einfach durch an denen vorbei rushen könnte. Ob das einen Unterschied macht. Das ist echt komisch, dass die Ladezeiten ja noch so lang sind. Ich meine, okay, das ist auf der normalen Festplatte installiert. Aber es ist halt trotzdem, ich meine, was muss er denn da groß laden? Oh, ich habe hier noch ein bisschen Grafik von 2006. Dann mal schnell rein damit in den Speicher. Oh, Überblendeffekte, ne? Das haben wir aber neu gehabt hier. Mit dem Ding fahre ich immer noch am besten. Dem Maschinengewehr. Upsala. Das ist ein bisschen komisch. Manchmal reagiert das merkwürdig, wenn man am Ende von diesem Dash so einen kleinen Schritt irgendwie macht, dann macht er da mal gerne mal Scheiß. Ui. Ah, und jetzt hat er hier Rüstung an seiner verletzlichen Stelle, oder was? Schön reingepoppt.
für die wäre es insgesamt besser, wenn sie mit dem Granatwerfer feuern. Warten würden, bis ich ansatzweise in Feuerreichweite bin. Also der kommt jetzt von da hinten angetrottet, aber ich bin nicht mal sicher, ob das eine große Gefahr ist. Meine Hilfe für den Sprengstoff. Na, wartet mal ab. Sag ich doch, da geht ganz schön was zu Bruch. Und sowas war halt damals schon noch ganz schön krass, also dass das so in Echtzeit, dann in der normalen Spielwelt in sich zusammengefallen ist, war nicht unbedingt Standard, kann man sagen. Jetzt nur ungefähr wüsste, wo man weiter soll. Also zugegebenermaßen nicht den geringsten Schimmer. Kann man hier irgendwo hoch? Ich glaube, das geht nicht. Nee. Hat da noch jemand geschossen? Da! Irgendwas muss man noch auslösen, aber ich weiß nicht genau was. Warte mal, den Typen. Kann ich den vielleicht mit einem Donner zu Fall bringen? Oh, oh, er nimmt den Baum mit. Ist ja geil. Hängt der denn da fest? Immer andere Helme und so. Aber das war's dann auch. Ah, ich dachte, die U-Bahn, Quatsch, die Bahnstrecke würde zerstört werden, aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein. Okay, also den haben wir ausgeschaltet. Und jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Me not know. Nee, man geht hier einfach einer Seite hoch. Oder? Doch, sieht so ein bisschen sympathienmäßig aus, ja. Das passt. Und dann geht's vielleicht doch hier hoch. Nee. Achso, es geht einfach tatsächlich hier ganz, ganz einfach die Seite hoch. Gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Guck mal, eine ganze Hütte kann man hier noch mit umreißen. Da weiß die Physik-Engine gar nicht, was sie machen soll. Das ist geil. Flackernden Dings ist ein bisschen nervig mit dem flackernden Schatten.
Achso, und dann hier rein, oder wie? Ich hätte nämlich gedacht, dass irgendwas noch mit so einer Militärbasis oder so ist. Vielleicht habe ich das aber falsch in Erinnerung. Ich hätte schwören können, dass da. Ich glaube, das kommt schon noch. Irgendwo müssen diese ganzen Hubschrauber ja auch herkommen. Diese ganzen frechen Hubschrauber. Großmagie, Tornado. Oh, das kommt, glaube ich, noch. Das ist im dritten Ring. Das kann man ja nicht frei kaufen. Das wird freigeschaltet. Es könnte sogar sein, dass das hier in dem Level freigeschaltet wird. Sind das immer noch meine zwei Begleiter hier? Wie sind sie, John und Nash oder so? Ah, haha. Ist ja nicht hier Basis. Habe ich das vielleicht schon? Nee, ist noch nicht freigeschaltet. Es kommt aber noch. Also diese Großmagie ist eigentlich das, was am kürzesten ist. Und Donner haben wir jetzt schon gesehen und Tornado könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, was da auf uns zukommt. Benutzen. Das ist halt auch geil. Es gibt halt eigentlich nur diese normalen Soldaten, den Panzer, die Dings hier, die fliegenden Köpfe, die Gigas, obwohl es gab noch diese komische Verzauberin. Aber die war jetzt auch nur für einen Abschnitt mal ganz kurz da. Und diese komischen Typen aus den Tunneln. Das ist halt so geil, dass diese Standardgegner halt wirklich, gut, die sind halt die Standardgegner, überall sind und die anderen wirklich nur so für ein, zwei Szenen gebaut sind. Vielleicht kommen sie ja nochmal ein bisschen. Aber gerade diese Tunnel-Heinis da. So, jetzt hier, Panzer. Tank Action. So, verteidigen Sie die Basis vor allen Gegnern, die mit einem Helikopter angreifen. Kann ich durch den scheiß Zaun durchschießen? Das ist schon cool. Geil ist, dass es dem Hubschrauber nichts tut. Ausgerechnet der sollte doch eigentlich von einem Tornado irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden.
aber der ist scheinbar tornadofest. Dass wir irgendwie die Panzer nicht einsetzen. Das wäre halt eigentlich echt clever, wenn meine Soldaten mal in die Panzer einsteigen würden. Damit zu kämpfen, sind doch offensichtlich Soldaten. Aber irgendwie, da haben sie scheinbar keinen Bock drauf. Schlecht. So, fuck it, ich schwöre jetzt einfach nochmal ein Tornado. Diesmal hat es aber den Hubschrauber erwischt, oder? Ja. Stimmt, das deckt auch die ganzen Häuser da hinten ab. Habe ich natürlich wieder viel zu wenig. Zu wenig Zauberkraft. Oder muss ich alle Hubschrauber auch zerstören? Jetzt kommen jetzt noch zwei an. Wo landen die denn? Das müsste eigentlich reichen, um nochmal einen zu beschwören. Ich versuche einfach nochmal mein Glück. Genau zwischen die beiden Hubschrauber, ja geil. Können schon, ah ja, sehr gut. Können schon getroffen werden. Und das ist halt schon irgendwie cool. People, we've got a job to do. All of us. We're gonna go clean up the rat's nest, where all those demons are coming from. In the deepest part of the forest, there's a point that all these demons come through. Destroy that point and stop the demons from entering our world. That's your mission today.
As for what kind of demons, or how many we might be fighting, we have no real idea. Even so, all we can do as soldiers is move forward. You are all fighting for the future of the human race. To save humanity, we will not run. Yes, sir! To save humanity, we will fight to our death. Yes, sir! To save humanity, we will put our lives on the line. Yes, sir! Hear me! Sir, yes, sir! And let's roll! We got a job to do! Hat er mehr oder weniger dreimal dasselbe gesagt in der Rede, aber hey. Gerüst zerstört. Arbeiter schimpfen. Nächstes Mal bitte nur die Monster zerstören. Ja, genau. Das sind die Probleme. Das war der Waldlevel, beziehungsweise der Weg zum Waldlevel, weil ich glaube, der richtige Waldlevel kommt erst noch. Jetzt können wir mal hier die Gatling kaufen. Allerdings nur auf Level 1. Aber immerhin, mein Gott. Was wir haben, das haben wir. Zack. Und ich glaube, die Eröffnungssequenz gucken wir uns wieder so an. Weil die lädt er tatsächlich nicht nochmal. So, jetzt warte ich mal noch ab, was jetzt in der Spielengine noch gezeigt wird als Sequenz. Und dann heißt es nächstes Kostüm. Ich meine, es war doch klar, dass wir abgeschossen werden, oder? Dass diese Reise da in den Horrorwald nicht so richtig glatt laufen würde, das kann man schon fast ein bisschen denken. Aber egal, Hauptsache wir können wieder irgendwie den Tornado einsetzen und schön Häuser abdecken, wenn da überhaupt Häuser sind. Mal gucken, so. Wenn sie die Gatling verwenden, bekommt der Elementschuss einen Donnereffekt. Wenn sie mehr auf denselben Gegner schießen, geht die Schockwirkung auf die anderen Feinde in der Nähe über. Aha. Geil. Gut. You and aircraft apparently do not get along well. They had the unfortunate luck of riding with us. Ich würde mal sagen, ich mache ein Päuschen, ziehe mich um und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis denn, ciao!